Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen im NRW-Forum Düsseldorf. Mein Name ist Alan Bieber, ich bin der künstlerische Leiter hier. Leider haben wir noch immer geschlossen und wir vermissen Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, schon sehr. Damit die ganze Trennung und Situation ein bisschen einfacher wird und dass wir trotzdem in Kontakt bleiben können, haben wir uns was Besonderes für Sie überlegt. Zum einen gibt es Online-Videos der aktuellen Ausstellung, die können Sie alle bei YouTube sich anschauen. Aktuelle Ausstellung Martin Schöller in verschiedenen Kapiteln. Außerdem haben wir für Sie Online-Workshops konzipiert für Kinder und Jugendliche, können Sie programmieren lernen. Und heute gibt es nochmal was ganz Besonderes, ein kleines Schmankerl, und zwar machen wir heute einen Drag-Queen-Kurs. Und das mache ich nicht alleine, sondern wir haben uns einen prominenten Gast eingeladen, der uns da ein bisschen einführt in diese Szene, der uns ein bisschen was erzählt, der uns auch dabei hilft. Das ist Maurice. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung hier heute ins NRW-Forum. Als erstes würde ich, glaube ich, sagen, wir lassen keine Zeit verstreichen und gehen direkt rüber, denn da habe ich schon alles für uns vorbereitet, damit du dich heute in eine super fierce Drag Queen verwandeln kannst. Let's go, let's do drag! So, dann haben wir ja unsere Make-up-Station hier gefunden. Ich habe auch schon alles für uns vorbereitet oder primär auch für euch zu Hause. Drag-Make-up. Ich glaube, wir alle kennen Make-up-Tutorials, Drag-Make-ups. Als allererstes mal, Drag ist frei und Drag ist Spaß und Fun. Und heute machen wir einfach ein tolles Make-up, dem ihr auch folgen könnt. Das könnt ihr einfach zu Hause nachmachen. Es geht auch gar nicht so um die Produkte, sondern es geht einfach darum, dass wir ein tolles, beautiful und glamorous Make-up hier heute gestalten. Mit dir und mir zusammen. Super, du freust dich einfach heute. Ich muss ja schon mal ein anderes T-Shirt anziehen. Genau, du hast dir schon mal einen unglaublich tollen Look verpasst, nämlich deine Beach-Schönheit rausgeholt, dass du schon mal strandfit bist, der Sommer kommt, es ist warm draußen. Deshalb habe ich gedacht, das wäre doch schon mal das perfekte Outfit, um dein Make-up zu gestalten, damit du dich schon mal so ein bisschen fan fühlst. Super. Wie, du hast mich auch gefragt, so Vorerfahrung habe ich keine. Ne? Das ist der Typ. Ich habe so eine Creme zu Hause und ein Shampoo und Duschgel in einem. Das heißt, krasse Überforderung. Warum braucht man 10.000 Sachen eigentlich? Also eigentlich brauchst du gar nicht 10.000 Sachen. Ich glaube, das ist eher so ein, ich sammle gerne Make-up. Ich glaube, das ist auch so ein Ding von einer Drag Queen. Ich glaube, jede Drag Queen liebt Make-up. Und in den ganzen Jahren sammelt sich halt auch wirklich viel an Make-up, was du sammelst und was du auch natürlich benutzt. Natürlich ist auch vieles eine Ausstattung, da ich das brauche. Ich arbeite professionell, ich muss bei Jobs ready sein. Ich brauche Make-up und auch allgemein Produkte, die einfach auch arbeiten, wo ich weiß, das funktioniert auf der Bühne, das ist schwitzresistent, das kann auch Wasser ab. Ja, das ist, glaube ich, so, worauf du dann irgendwann achtest. Aber um rein Make-up zu machen, um einfach die Freude und den Spaß am Make-up zu bekommen, braucht es nicht viel. Ein bisschen Lidschatten, ein bisschen eine Foundation-Route, die einfach ein bisschen gut arbeitet und alles abdeckt. Und letztlich einfach der Kreativität freien Lauf lassen. Ich glaube, ganz viele verschiedene Formen, wie man so ein Make-up tragen kann. Ne? Also ja. Viel Spaß muss dabei sein. Was ich auch faszinierend finde, ist dieser Beautiful Creature-Style. Ne? Das ist dann so ein bisschen weder maskulin noch feminin, sowas ganz Neues und anderes. Genau, also so ein Beautiful Creature ist halt auch mittlerweile einfach so ein Look, der einfach beschreibt, dass du einfach Fun hast an der Verwandlung, an Make-up. Es geht nicht darum auszusehen wie eine Frau oder wie ein Mann oder wie, was weiß ich, wie wer, sondern es geht eher darum, einfach eine Figur zu erschaffen, ne? Wie ein Fabelwesen zu erschaffen. Und da sind es, wie in der Kunst, einfach sind gar keine Grenzen gesetzt. Ne? Was, wie du aussehen möchtest oder was deine Inspiration ist, das machst du. Und ich kann auch nur jeder jungen Drag Queen oder jedem Menschen, der Lust hat, Drag zu machen, oder auch, es gibt ja auch Frauen, die machen Drag Kings, also die verwandeln sich in einen Mann oder in ein männliches, optisches Abbild. Es gibt kein richtig oder falsch. Und es gibt auch nicht, du musst so und so, weil dann bist du nicht, sondern du bist der Künstler, du bist die Person und du zeigst uns deine Fantasy. Und darum geht es. Lass dir niemals sagen von irgendjemandem, ah, das macht man nicht so oder da hättest du nochmal so. Das ist nicht wichtig, glaube ich. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach die Freiheit zu haben, deine Kreativität und dein Bild, was du im Kopf hast,
dem Publikum zu präsentieren. Ich glaube, so mache ich immer Make-up. Ich glaube, ich habe natürlich immer eine kleine Inspiration im Kopf. Okay, ich weiß, was ich heute anziehen werde. Ich weiß, welche Haare ich trage. Aber letztlich, bin ich ganz ehrlich, gestalte ich mein Make-up eigentlich immer relativ spontan. Weil ich auch einfach den Prozess daran liebe, Make-up aufzutragen und mich selber zu schminken. Und dann letztlich kommt auch irgendwie alles zusammen. Und alles spielt zusammen und irgendwann tritt auch diese Verwandlung. Du gehst auch irgendwann in deinen Charakter rein. Denn Drag ist auch eine Rolle spielen und auch eine zweite Haut anlegen. Und das dauert auch ein bisschen, bis du da reingeschlüpft bist, bis du dich wohlfühlst, bis du da deinen Punkt gefunden hast, wo du sagst, let's go. Yeah.